Let's go! Er muss trotzdem laufen, ne? Dann laufen wir jetzt zum Masse-Extraktor. Extraktor. So ein Schutzfaktor. Oh. Ah. Noch ein Trial? Oh. Aha. Ihr Glück. Ja, hier sind ein bisschen viel. Wobei. Ja. Alter, das wird. Also, die Map zu verteidigen ist auch wirklich schwierig, ne? Also, bis auf die Main-Insel hier ist es wirklich eine schwierige Sache. Eine echt schwierige Angelegenheit. Ich glaube, den lasse ich einfach hier hochfahren. Jetzt warten. Geil, erstmal kostenloses Radar bauen. Ne? Oh, da oben ist noch einer frei. Okay. So. Ich scout schon mal um meine Position herum. Wo verteidigen, wo wollen wir unsere Schiffe? Hier vorne in der Mitte? Ja, ne? Naja, dann denke ich mal. Ansonsten, wenn die da vorne sich nachher hinterher alle bulken, dann müssen wir eben halt hinter uns bauen. Nee, wir müssen da vorne verteidigen, das ist schon extrem wichtig. Entweder vorne oder hinten, da müssen wir uns auch mal am Anfang entscheiden. Wieder von vorne oder von hinten. Gut. Hat da einer was gegen vorne oder hinten? Die wird der Ärger, du. Oh, es gibt Unterwasser-Teile. Kann man Extraktoren unter Wasser bauen. Mhm. Das ist doch schön. So ist es. So soll es sein. Es ist, mir ist letztens wieder aufgefallen, dass ich ja gar nicht auf voller Grafikeinstellung spiele. Und wie matschig die Gebäude eigentlich aussehen. Und wie krass ich mich einfach daran gewöhnt hatte. Also, dass mich das so überhaupt nicht gejuckt hat, so visuell. Ah, stimmt, funny. Was machst du? Ich wollte nur mal aus Spaß fragen, weil das eigentlich so die Standardfrage ist. Ich brauche keine Masse, ist gut. Du brauchst Masse, warte. Nee. Also klar kann man immer haben, aber nee. Ich könnte gerade schicken, ich habe nämlich nee, genug. Behalt deine Masse bitte bei dir. Versuche selber klarzukommen in dieser Runde. Ich brauche nämlich nur gerade Energie. Ich habe noch gerade keinen richtigen Strom. Energie ist am Anfang immer sehr wichtig. Das stimmt. Du kannst mir 8000 geben, wenn du hast.
Ja, okay. Nee, ich bin gerade selber. Ich bin immer sehr knapp bemessen in dem Spiel, gerade am Anfang, aber auch später. Eigentlich ist immer alles aufs Nonplusultra ausgelegt. Ich habe gleich meinen ersten Hydrofabrikator. Du hast deinen schon fertig. Ich hab alles. Alles. Ich hab alle. Ich kann alles besorgen. Ich hab einfach alle. Okay, das Ding kann man jetzt auch schon mal aufrüsten. Hier wird schon mal Schiff und U-Boot gebaut. Schön. Energieeinkommen so niedrig. Nein, ah, jetzt geht's schneller. Ah, okay. Läuft schon. Jetzt geht die Masse runter. Jetzt ist es so, wie es sein soll. Sehr gut. Oh, bei mir wird engaged. Was ist das denn da? Es macht es den. Es verdirbt den guten Fisch. Klar. Das für komische. Das sind diese komischen neuen Panzer. Luftkampfporter sind bei dir unterwegs. Ja, ich weiß, der Jäger meine fliegt, Jäger hier weg. Vorne in Stellung. Alles gut, der fliegt schon wieder weg. Ja, wo sind die hin? Ach, da. Lol. Werden die großen Kraftwerke gebaut und dann die ersten zwei Extraktoren schon mal auf Stufe 2 hoch. So, der ist noch dabei. Ach, der patrouilliert die, er lässt die mitpatrouillieren. Gott, oh Gott. Ja, ist okay, I guess. Dann patrouillieren die erstmal mit. Vergiss nicht erstmal viele Masse-Extraktoren auf Stufe 2 zu upgraden, das ist sehr wichtig. Ja, ich mache gerade, bin gerade dabei, okay. Die ersten abzugraden. Nicht alle gleichzeitig, schön nacheinander, dann hast du alles richtig gemacht. Ja, ich habe gerade zwei in Vorbereitung. Die Masse geht langsam runter. Ja, da kommt schon ein Tier 1 Panzer. Oh no, Tier 1. Ja, ja. Wie machen die deine Bude auch kaputt? Ich baue mal ein paar Gunships. Ja, gar keinen Sinn, dass ich hier gebaut habe. Egal. Oh, ein Bomber ist bei dir. Ich komme da verteidigen bei dir. Wo genau? Der fliegt gerade durch deine Einheiten. Ne, der ist ein Scout. Der ist auch tot. Und dann sind da Einheiten. Ein Bomber ist da an der Stelle dran. So. Den gegnerischen Flieger gerade runtergeholt. Oh, jetzt sind sie bei mir hier. Mit einem Landscout. Ein Let's Go ist bei mir auch. So.
Mit aufrüsten, da nimmt mein Commander auch gerne mit. Produziert schon Tier 2 Schiffe, ist das nicht toll? Ich finde das toll. Escort ist erledigt. Nur wird erstmal ein Radar gebaut. Für die weiteren Einheiten, die jetzt gleich bei mir rumdrucksen wollen, die kriegen gleich nochmal richtig schön was ab. Hey, bei mir rechts unten ist richtig viel los. Die haben richtig Bock auf Action. Jetzt habe ich wieder eine sehr hohe Masseausgabe, aber ich weiß nicht, woher sie kommt, weil ich baue gerade nichts außer zwei Flieger. Vielleicht upgradest du Masse-Extraktoren? Ja, das schon, aber die dürften ja eigentlich nicht so hoch sein. Wenn du die gleichzeitig machst, schon. Ich habe jetzt einen am Laufen. Kommt drauf an, machst du den schon auf Tier 3 und Tier 4? Nein, nein, nur ein auf 2. Der verbraucht 8 gerade. Okay, naja, dann passt. Aus einem wenig erklärlichen Grund hat er richtig Bock, da rechts unten mir die Sachen wegzunehmen. Also pass auf deine Base da links auf. Also beide sind da irgendwie. Ich weiß nicht genau wieso. Aber beide haben richtig Bock, mir das da wegzunehmen. Und das ist ein Jäger auch. Oha. Jetzt geht's aber richtig los. Okay, der hat richtig Bock, mir rechts da alles wegzunehmen. Aber ah, ich sehe auch gerade hier bei mir. Mir ballert hier auch die kleinen Scheiß rum. Dann gehe ich da mit dem Commander hin. Ist okay. Ja, ist okay. Ich halte die Kacke da. Also mindestens die Insel muss man ja gehalten bekommen. Wäre ja Quatsch, wenn wir die nicht gehalten bekommen würden. Achso, ich sollte vielleicht mal Landing Stations bauen. Ist ja jetzt auch zu spät. Mach ich das Tier 2. Die sind eh effektiver. Kommt ja vorbeigelaufen. Ich habe aber auch sehr viele Gunboats da. Die Gunboats sind doch sehr gut da drin, in dem, was sie tun. Naja. Ah, meine Air wird da nicht überleben können gegen dem seine. Aber meine Schiffe vorne, ich habe schon Tier 2 Schiff, also die sollten da auf jeden Fall viel verteidigen können. Das Gute ist, da er Aeon spielt, hat er nichts, was unter Wasser herläuft. Das Schlechte ist, dass der ein richtig starkes Late-Game hat. Das ist wohl wahr. Dem seine Late-Game-Units sind schon richtig ekelhaft. Dafür ist alles, was Early-Game kommt, Easy-Clap. Ja, es geht. Ganz easy ist es nicht, aber ja, theoretisch schon. So, erste Landing Stage. Brauche danach Energie wahrscheinlich. Ich werde da wieder ein Bomber. Und da schießt wieder etwas auf meine Sachen. Schwierig hier. Schwierig. Schwierig. Voll toxischer Typ. Das stimmt. Einfach Dinge kaputt. Toxische Persönlichkeit, der Bot. Das klappt gut. Okay, jetzt weiß ich, wie ich das mit dem Upgraden hinkriege.
Okay, nice. Das ist wichtig. Also Masse-Extra-Konvents jetzt, ne? Ja. Ich habe ja noch meine Stufe 1 Bilder und die lasse ich jetzt einfach mal hier die Dings machen. Ja, ich bin gerade leider viel am Upgraden. Das heißt, ich werde hier nicht so viel bauen können gerade. Noch die besseren Abfangjäger, dann sollte auch das besser klappen. Jetzt oh, hier die gleich dran. Der Gegner versucht über meine Flanke zu dir zu kommen. Ich unterbinde das mal eben. Zu mir? So ein Sack. Ja, von mir kommt er einfach. Weil ich hier gerade noch die Verteidigung auf der linken Seite am Bauen bin. Merkt er, da kommt er nicht mehr so leicht durch. Und von ganz links kommt er auch noch mal. Ja, ich baue jetzt mal ein bisschen Verteidigung und dann muss ich mit den Schiffen was machen da vorne. Also losfahren und ein bisschen Sachen wegnehmen. Einen Nutzen daraus ziehen. Da einen leichten Panzer. Hey, wir sind mein. Okay. Das war's mit meinem Torpedobomber. Nein, ich würde ein PWE angeschrieben. Was ist denn das? So, dann rüsten wir mal auf T3 auf. So. Er will nichts geschenkt bekommen. Welt cancelled. Alter, ja, okay, Digga, dann. Unmarkings? Oh. Oh. Läuft das mit deiner Masse-Generation? Ja, super. Sagt, du hast wieder gar nichts, ne? Minus 106, doch, ist toll.
Minus 106. Ich bin gerade mal bei minus 12. Hallo. Du was kennst du? Mich. Du kennst mich. Bauen, 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 bauen. Naja, bei mir, aber das fließt tatsächlich alles in Ressourcen gerade, die wichtig also sind zu nutzen. So, machen wir erstmal noch 4 Pads und dann geht mein Commander mal ins Wasser, um ein paar Dings zu bauen. Und da unten greift er gerade mit U-Booten an, meine Flotte. Nicht so gut. Aber ich habe da noch Torpedowerfer hinter mir, zum Glück. Die helfen dabei. Was, Torpedobomber? Nee, alles gut. Die sind schon alle tot. Ich baue jetzt ein paar, ich will hier die Lufthoheit bekommen. Ja, dann wünsche ich dir viel Glück. So, ich werde jetzt mal mit deinen Schiffen losfahren. Wo macht er denn gerade am meisten Ärger mit Luft? Mit Air Units. Oh, er kommt von hinten mit Einheiten. Darin kenne ich mich aus. Mit Einheiten. Ich schicke mal meine Kanonenboote mal durch die Luft, damit sie um die Base patrouillieren. Ja, mach das. Dann können sie nämlich jedes Mal zu den Landepads fliegen. Ich versuche mal ein bisschen dem seine Air-Streitkraft vor meiner Base hier ein bisschen klein zu schießen. Wenn Airborne kommen, den Bomber zu holen. Die sind relativ erfolgreich dabei. Mal so, mal so. Das fehlt immer. Okay. Bisschen Overkill vielleicht mit den Verteidigungsgeschützen da vorne. Aber ich werde jetzt all meine Masse woanders reinstecken. Alles in den Masseextraktor, damit es gut läuft. Also falls du Masse hast, ne? Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Oha, er hat einfach wirklich Masse. Bekommen. Ja, dann muss ich gerade die anderen Produktionen anhalten. Das lohnt sich natürlich mehr, wenn ich die Pool da rein investiere. Es ist gut, die Kanonenboote tatsächlich auf Patrouille zu schicken. Die finden tatsächlich Dinge und töten die. Ja, klar. Immer. Da unten sind aber mir zu viele Luftabwehr-Dinger. Ja, ich weiß. Soll ich da mal meine Schiffe hinschicken? Das wäre doch eine Idee. Ich habe jetzt noch ein paar Combat Fighter. Dann schmeiße ich gleich einfach mal eine Horde Combat Fighter da unten rein. Oh, da kommt jetzt eine große Einheit Units. Oh, die Stufe 2 Assault Tanks kommen jetzt schon rein. Wo genau jetzt? Bei mir links. Ob wir nicht, dass die viel machen können, außer die kleinen Türme vielleicht kaputt schießen. Weil meine Kanonenboote kümmern sich auch gerade schon um den. Wait, sag mir nicht, der Gegner ist auch gelb. Du hast dieselbe Farbe genommen wie der Gegner. Der Gegner hat scheinbar ein dunkleres Gelb. Oh Gott. Ja, du kennst also das Farbpalette aus, wenn sehr unwahrscheinlich ist es nicht, dass man dann das gleiche, also wie wahrscheinlich ist es, dass du zweimal das gleiche Gelb triffst, wenn du auf so eine Farbpalette drauf drückst. Ja. Ein Bag. Willkommen zurück. Wir haben fertig geladen, wir können jetzt spielen. Genau.
Ungefähr 2 Stunden. Okay, der eine Mastex-Sektor ist Dorsch. Das geht gleich meine Energie flöten. Wann gehen eigentlich die Flieger eigentlich immer auf die Landepads drauf? Ich weiß ja immer, wenn die Ladung leer ist, dann machen die das komplett freiwillig. Aber wann machen die das? Vorher schon freiwillig. Wenn die wissen, dass sie keinen Saft mehr hätten, kommen die auf jeden Fall rechtzeitig vorher zu dir, also zur Base. Ja. Wo ist das Anti-Air-Geschütz da? Das ist das geil. Da gibt es so viele coole Units einfach. Okay, der dauert 1 Minute, der dauert 44 Sekunden. Hast du gerade Energie? Ja, brauchst du Energie? Ja, gib mal bis zu 10.000, dann... Ah, okay. Das war so meine Energie. Gerade ein paar Kraftwerke bauen und jetzt kann ich endlich T3 bauen. Vergiss nicht, du kannst diese Hydraulikstation auch aufrüsten. Und die heißen nicht Hydraulikstationen. Ja, die Hydrocarbon Plants. Achso. Das sind die Hydraulikstationen. Als unnötige wegpacken. Ja, Scouts sind nie nötig. Die sind nice. Die sind cool zum Engagen später. Die auch. Und dann brauchen wir irgendeinen Kampftank und dann nehmen wir den. Da machen wir 2 von. Und dann werden die Dinger jetzt auf Stufe 3. Okay, gleich wieder. Das frisst wieder jede Menge Masse. Warum kostet das Aufrüsten so viel Masse mittlerweile? Das war mal billiger. Du musst die direkt auf Stufe 4 durch aufrüsten. Das ist erstmal wichtig. Und dann nicht nur, also von Stufe 2 auf Stufe 3 kostet einmal sehr viel. Und dann schon 3 auf 4 nicht mehr so viel, bringt aber nochmal das Gleiche. Das heißt, immer direkt einen auf 4 aufrüsten, dann den nächsten auf 4 und so weiter und so fort. Das machst du mit 2 bis 3 und danach hast du nie wieder Masseprobleme eigentlich. Außer du bist so ganz krank wie ich und rüstest einfach immer weiter, umso schneller du halt dann halt Masse hast. Kannst du mir einmal hier die Jungs auf dem Wasser erledigen? Ich kann dir ein bisschen helfen, ja. Erledigen dauert auch bei mir wahrscheinlich was länger, weil ich da auch nicht so viel habe. Das ist ein Gunship, ja, das hilft dir. Hast du nicht auch Gunships? Ja, ich weiß nur gerade noch nicht, wo die sind. Da sind welche. Ah, da sind sie. Die haben gerade einen Frachter runtergeführt. Er weiß einfach nicht, was seine Units sind. Ist nicht. Hui. Schnell ist auch gehen. Oh, die 2 Rocket hat den gekillt, nice. Jawohl. Schneller. Und wieder alles zurück. Das fuckt ihn dann nämlich auch ein bisschen ab. Ich schicke jetzt alle meine Flieger wieder zurück, weil jetzt kommen seine Anti-Air-Units. Seine Anti-Air-Units? Seine Anti-Airs, genau. Also seine Abfangjäger.
Ja. Und dann ziehe ich doch meine Flieger wieder zurück nach Hause, weil da ist mehr Anti-Air zu Haupt rumstehen. Meine Abfangjäger haben es leider nicht überlebt. Wer hätte das gedacht? So. Oh, da kommt was von hinten. Bei mir ist eigentlich wegen den Einheiten relativ sicher. Ich habe auch ein paar Verteidigungsgeschütze. Aber relativ halt nur. Erstmal den T3 Energiegenerator jetzt durchdrücken hier. Drücken. Nächsten Trupp, den ich abstellen kann für Vision. Die hier hin, die hier hin. So ein bisschen Overall-Aufdeckung. Oh, was ist da oben los? Das sind Schiffe, glaube ich. Ja, das sind Schiffe da oben. Das ist nicht cool. Nicht so lecker. Komm schon, zieht. Das geht einigermaßen schnell voran. Für T3 Energiegenerator. Ja, das ist wohl richtig. Ist doch ein Schuss, ich bin auch gerade mit meinem Feld. Oh, von oben kommt wieder eine Welle. Ich gehe die mal abfangen. Ja, das sind Schiffe, wie gesagt, ne? Fokussiere immer einen nach dem anderen, dann sollte das schon klappen. Und da ist so ein Anti-Air-Schiff, das solltest du als erstes fokussieren. Genau, und das auch. Die Infinity-Klasse, du. Aber da oben ist noch irgendwo eins, glaube ich, gewesen, oder? Nee, keine Ahnung. Na ja, passt schon, du machst das schon. Die haben das da, die Gunships. Ist immer halt nur nervig, wie der da rumläuft. Wie schlimm ist, dass die meine Powerplants zerstört haben. Wenn die gute. Hat auch noch Abfangjäger da oben hingesetzt, um meine Kanonenboote wegzuknallen. Ich habe einen Abfangjäger verloren und zwei von den Kanonenbooten. Läuft doch! Ich hab den Scout nicht. Ich habe mehr noch Probleme mit den Units, die generell hier rumeiern, aber das wird sich noch legen, glaube ich, mit der Zeit.